Diese Ochsenknecht ab 21. Februar nur auf Sky schauen. Also, wir sind hier am Chianinerhof. Wir züchten Chianina-Rinder aus dem schönen Italien, aus der Toskana. Das sind die größten Rinder der Welt und auch die schwersten Rinder der Welt. Das ist eine ganz besondere Rasse. Es gibt jetzt nur mehr 44.000 Stück auf der Welt und ja, wir können uns glücklich schätzen, ein paar davon hier in der schönen Steiermark zu halten. Und ja, es ist eine sehr schöne Lebensaufgabe und bin sehr stolz darauf, dass ich so etwas Besonderes machen darf, weil es gibt wenig junge Leute, glaube ich, in meinem Alter, die noch Landwirtschaft betreiben. Mein Tagesablauf ist momentan ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, sehr chaotisch. Also normalerweise gibt es meistens immer was zu tun am Hof. Dann frühstücken wir schnell zusammen und wenn er fertig gefrühstückt hat, geht er raus und ich bin mit Marie dann. Also entweder komme ich auch raus oder ich fahre in die Stadt mit meinen Freundinnen und die haben auch Kinder in ihrem Alter. Und der Nino macht hier die Arbeit. Dann treffen wir uns entweder zum Mittagessen drin oder ich bringe was mit von der Stadt oder wir sehen uns erst zum Abendbrot. Genau. Also wir sind jetzt bei unseren französischen Schafen, das sind Ile-de-France-Schafe. Und ja, da habe ich ein Flaschenlamm, weil die Mama hat verstoßen, das müssen wir jetzt mit der Hand aufziehen. Und ja, ist ein weiteres Baby. Ich arbeite komplett mit am Bauernhof. Also ich mache alles, was der Nino macht. Es gibt nichts, was ich nicht machen kann. Hüte ist hier ja gar nicht so, da sagt man ja immer Sackerl und Miscue, das gibt es bei den Deutschen nicht, das heißt dann Mülleimer und das nervt sie dann schon ein bisschen, wenn ich das immer sage, obwohl sie mir schon sagt, sag doch mal Mülleimer, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich glaube, wir sind ein sehr gutes Team und ja, wenn der eine mal, so wie jetzt Let's Dance hat, muss ich halt in die Bresche springen und auf den Wii aufpassen und wenn ich im Hof Arbeit habe, macht sie das, also wir halten sehr zusammen und ich glaube, das ist das Wichtigste in der Beziehung. Und Kommunikation. Also natürlich haben wir manchmal so kleine Diskussionen, aber auch wenn es ein ernstes Thema ist, nach so 5 Minuten merken wir, dass es eigentlich komplett unnötig ist. Dann reden wir direkt darüber, reden es aus. Und deswegen haben wir auch nie einen großen Streit, weil wir lassen es gar nicht dazu kommen. Wir reden immer direkt alles raus und sagen, wie blöd der andere ist. Und seht ihr ab heute? Auf Sky. Bei? Diesen Ochsenknecht. Yay!